Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Ja, da das letzte Video leider nicht so ganz geklappt hat von den Sims mit Strangerville und ich erstmal gucken muss, wie ich da ja, meine Familie irgendwie wieder zurücksetzen kann, nachdem ich da diesen Fail hatte, dass der Jason leider gestorben ist, habe ich gedacht, ich erstelle in der Zwischenzeit, bis ich das rausgefunden habe, schon mal den Anfang von Sims werde berühmt. Und zwar haben wir da drei Freundinnen. Einmal haben wir hier die Cinderella Star. Die will natürlich berühmt werden. Sie will ein berühmtes Model werden. Sie ist sehr selbstsicher, ist eine Perfektionistin und ist sehr ehrgeizig. Dann haben wir noch ihre Freundin, die Ariella Famous. Sie will natürlich auch berühmt werden und zwar, wie man vielleicht schon sehen kann, eine berühmte Sängerin. Sie ist auch sehr selbstsicher, liebt natürlich die Musik und ist ebenfalls sehr ehrgeizig. Und die dritte im Bunde, das ist die Michelle Sky Climb. Und sie will eigentlich gar nicht berühmt werden in dem Sinne. Sie ist eine Businessfrau, aber sie möchte auf jeden Fall viel Geld verdienen und sehr wohlhabend sein. Sie ist ebenfalls sehr selbstsicher, was man natürlich in ihrem Beruf auch braucht. Sie liebt die Kunst und sie ist auch sehr ehrgeizig. Mit diesen drei Sims werde ich jetzt nun das nächste Abenteuer starten. Ja, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Die war es nicht, sondern hier, es war Del Sol Valley. Hätte ich eigentlich auch schon darauf kommen müssen, so wie das Ganze hier aussieht. Starlight Boulevard, ja, das passt doch. Du musst ein Unbe... Achso, hier. 50 mal 40, innerer Kreis. 50 mal 40 ist bisher das Größte. Ja, viel haben die hier jetzt nicht wirklich zur Auswahl, weil wie immer kann man ja leider nicht scrollen. Also das war ja früher sehr viel größer bei Sims 3. Ja, dann würde ich natürlich sagen, dass wir... wieso ist denn das doppelt so teuer? Ach so, weil da schon Haus drauf ist. Ja, wir haben natürlich nicht allzu viel Budget auf dem leeren Grundstück, aber ich gebe mein Bestes. Wir wollen auf jeden Fall ein großes Grundstück haben. Nicht möbliert, planieren. Okay, ja, wir nehmen es halt nicht möbliert, geht ja nicht anders. So, und das Erste, was wir jetzt hier machen wollten, ja gut, ich hätte es vielleicht doch planieren sollen, weil ich glaube, das kostet jetzt auch was. Ich würde sagen, der Eingangsbereich wird hier rein gemacht. Das hier, wohl, das können wir erstmal nach hinten stellen. Das stört ja in dem Sinne nicht. Was vielleicht ganz schön ist, wenn wir die nach vorne stellen. So. Die Büsche dann direkt daneben. So, dann schauen wir mal. Als erstes brauchen wir, ja, wie gesagt, viel haben wir nicht mehr. Wir müssen uns natürlich von unten nach oben arbeiten. Also es sind drei Freundinnen, die berühmt werden wollen, die es leider noch nicht sind und dementsprechend natürlich auch noch kein Geld haben. Schlafzimmer ist natürlich erstmal wichtig. Oh, ich kann mir keins davon leisten. Doch, Moment, jetzt kommen noch die Kleinen mit der einfachen Liege. Moderne, oh mein Gott, okay. Ich würde sagen, wiedergeboren, oh mein Gott. Die sind ja alle mega teuer. Eieiei. Okay, also ich würde wirklich sagen, auch wenn es grauenhaft aussieht, aber ich nehme wirklich die kleinsten Zimmer. Ich nehme schon was, was ein bisschen nach Zimmer aussieht. Aber naja, von denen, die sind natürlich schön, aber von denen jetzt drei Zimmer kaufen, das kann ich mir nicht leisten. Da sind wir aber auch direkt über 10.000. Ja, ich würde wirklich sagen, wir fangen jetzt tatsächlich mit dem Allerkleinsten an und bauen uns nach und nach.
Wirklich hoch. Ja, auf jeden Fall natürlich in der Farbe. Kann man es hier schon drehen? Wo ist denn? Ach so, links ist die Tür. Dann müsste man das ungefähr so machen, weil hier wird ja der Eingangsbereich dann kommen. So. Dann schaue ich mal eben nach den Zimmern. Raumtool, genau. So, wir fangen auf jeden Fall klein an. Suche nach Funktion, das ist so eigentlich einfacher, ne? Ich würde sagen, dass wir, obwohl eigentlich ist es ja egal, ob wir da jetzt. Ach so, das sind jetzt nur die Einzelnen. Nee, okay. Hätten wir natürlich auch machen können, uns jetzt einfach Zimmer machen können und dann dementsprechend die Zimmer einrichten können. Aber na gut, ich meine, grün, naja, eigentlich stehen sie ja alle mehr oder weniger auf pink. Also zumindest die eine würde noch auf pink stehen, denke ich mal. So, wir stellen jetzt das zweite erstmal hier hin. Dann das dritte. Sehe ich gerade gar nicht, wo die Tür ist. Doch, da ist sie jetzt. Bis wo geht das? Doch, das geht doch bis hier, ne? Ja. So, stellen wir erstmal hier hin. Dann brauchen wir natürlich noch ein Badezimmer, wo wir jetzt natürlich auch ein wenig dran knausern müssen. 3000. Also Küche ist auf jeden Fall noch ganz wichtig. Eigentlich brauchen sie noch ein Wohnzimmer. Heieiei. Also mit drei Leuten. Ich meine, da kommt zwar schnell Geld rein, aber bin ich denn doof? Wo ist denn jetzt hier? Wohnzimmer ist. Ach so, da. So, das ist eine kleine Küche, die wäre für 4000. Die hat aber zumindest schon mal Sitze, ne? Ah ne, die hat keine Sitze, aber die hat zumindest schon mal so eine Fläche. Obwohl die können es zur Not ja auch mit in ihr Zimmer nehmen. Also da würden uns noch 1,7 fürs Badezimmer übrig bleiben. Das ist natürlich nicht viel. Könnte man höchstens das Kleine dann noch nehmen. Eieieiei. Oh, was tue ich den Armen da an? Oder halt ein besseres Badezimmer. Ist natürlich alles jetzt nicht so. Ich nehme einfach mal das Kleine. Auch wenn es irgendwo scheiße aussieht. Wo ist denn? Da ist die Tür, glaube ich, dran, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe. War das die Tür? Oh nein, 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 dich wollte ich nicht verschieben. Ja, doch, das ist aber die Tür. Doch, das sieht so aus. Okay, dann das kleinste Küche, genau. Dann die kleinste Küche, das war wirklich die hier links, obwohl ich könnte mir jetzt wirklich die noch leisten. Ich würde normalerweise jetzt sagen, dass die Farben alle schrecklich aussehen. Ja. Das ist egal, wie ich es wechsle, es sieht nicht besser aus irgendwie. Aber da sieht der Boden zumindest schöner aus. Ich nehme jetzt mal die Küche. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Da ist die Tür. Jetzt ist die Tür da. Ich hoffe, es steht jetzt richtig rum. So, dann haben wir jetzt erstmal alles, was wir brauchen. Auch wenn das alles andere natürlich als schön ist. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, dass wir hier, oh, nein, dass wir hier das Ganze ausbauen, damit wir ein riesiges Haus nachher haben und einen super schönen Garten. Und vielleicht kriegen wir daraus ja mal eine richtig schöne Villa.
Also da kommen auf jeden Fall, und dazu muss ich, das weiß ich jetzt schon, sehr, sehr lange spielen. Also macht euch schon mal auf einige Episoden gefasst. Da kommen auf jeden Fall noch ganz viele Hobbyräume raus. Und wir brauchen natürlich einen Raum für die Gesangskarriere. Wir brauchen einen Raum, ach, das ist hier schief, sehe ich gerade. Wir brauchen einen Raum für, ja, für die Künstlervorlieben möchte ich auch gerne einen Raum haben. Auf jeden Fall was zu lesen und so weiter. Ich bin jetzt auch gerade überlegen, wir haben noch 1800 übrig, ne? So ein kleines Wohnzimmer, beziehungsweise so ein billiges, muss man ja schon sagen. Günstig kann man nicht mehr sagen. Ah nein! Wir hätten eins gehabt, aber dafür haben wir ganz, ganz knapp zu wenig. Oh nein! Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal setzen wir dann ein Wohnzimmer rein. Auch wieder mit ganz schrecklichen Farben. Wobei hier, ja, da ist der Boden eigentlich schöner. Ah, das ist doch gemein. Wegen 2 kleinen Dollars. Naja, okay. Wir setzen wieder um in den Live-Modus. Allerdings muss ich dazu sagen, bevor die jetzt hier irgendetwas machen, muss ich jetzt hier erstmal schauen, weil die sollen natürlich auch arbeiten gehen. Sie soll sich jetzt erstmal einen Job suchen. Sie soll sich natürlich auch einen Job suchen. Und sie braucht natürlich auch einen Job. So. Meine Damen, dann geht es jetzt erstmal los hier bei der Jobsuche. Zeigt mir mal, was ihr denn so habt. So, für unser Topmodel. Schauen wir mal, was wir hier finden. Unser Topmodel. Da gibt es aber wahrscheinlich nichts wie Model sein oder so. Nee, das ist auch bei Werde berühmt nicht drin. Schade eigentlich. Oder kann man hier... Das ist doch alles, oder? Ja, alle Karrieren. Berufe, Karrieren. Berufe, Karrieren. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Berufe. Ach so, bei den Wissenschaftler. Stimmt, bei den Berufen, glaube ich, kann man mitgehen. Auf die Arbeit und bei den Karrieren nicht. Das soll uns jetzt aber erstmal nicht interessieren. Ja, ich denke mal, dass sie dann erstmal Schauspielerin wird. Was ist mit Entertainerin? Indem du dein Publikum zum Lachen bringst. Ja, habe ich mir schon gedacht. Berufszweig Musikerin oder Komikerin? Ach so, gibt es das gar nicht als Musikerin einzeln. Ja gut. Okay, Komikerin wollen wir aber natürlich auch nicht werden. Oh, was ist das? Stilbeeinflusserin? Trendsetterin und Stylistin. Eigentlich sollte sie ein Topmodel werden, wenn ich ehrlich bin. Gibt es denn da nichts in der Richtung irgendwie? Schauspielerin ist nur Schauspielerin. Gut, sie kann natürlich erstmal eine berühmte Schauspielerin werden, anstatt ein Topmodel. Durchschnittliche Bezahlung pro Auftritt 320. Oh, ah, sie wird dann immer nur zwischendurch. Das wird natürlich heftig werden, weil sie natürlich erstmal nicht so viele Aufträge bekommen wird. Aber gut, sie wird jetzt erstmal Schauspielerin, Agentur wählen. Unser Team hat viele Statistiken in Weitwinkelaufnahmen untergebracht. Wir werden eine Arbeit für dich finden, egal wie klein die Rolle ist. Mehr Castings für Werbe- und Daytime-TV-Auftritte. Und hier Vorteile, verbesserte Automatisierung, Erinnerungen, maximieren deine Arbeitszeit. Bitte aktiviere die Benachrichtigung, um über die neuesten Jobangebote informiert zu werden. Ah, das ist natürlich irgendwie doof. Ah, ich nehme mal die erste. Also die will mir ja immer einen Job geben quasi. So, und dann unsere Business Lady, die kommt natürlich auch ins Business rein, verdient da allerdings gar nicht so viel, sehe ich jetzt hier gerade, aber die kann da ja bestimmt noch, die geht ja noch irgendwann ins Management, denke ich mal. So, und unsere, ja, Musikerin, da habe ich jetzt nur bei Entertainerin gesucht. Berufszweig Musikerin und Komikerin, die kann auf jeden Fall sehr viel mehr verdienen. Und ich hoffe mal, dass wir das dann auch schnell hinkriegen, dass sie in die Musikbranche einsteigen kann und vor allen Dingen, dass wir auch die Sachen dafür kaufen können. Ja, dann haben jetzt alle ihre Jobs.
Und ich würde sagen, dann kann es jetzt endlich losgehen.